Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Armored Warfare hier aus Team Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist der Thompson. Servus. Servus. Und wir spielen, naja, nochmal das Treffen von Bartumi. Das hat ja gestern nicht so geklappt. Da war ich alleine unterwegs, deswegen habe ich mir heute Hilfe besorgt. In der Hoffnung, dass es dann besser läuft. Aber ich muss auch sagen, ich hätte gestern einen T5er mit da drin, ne? Also 4 Achter und einen 5er. Okay. Der Fünfer hat natürlich gleich von Anfang an gesagt, ich habe keinen Bock. Und die MBTs, also die Main Battle Tanks, die haben sich gedacht, wir snipen. Ja, und ich mit dem Marder dann vorne unter Beschuss gestanden. Naja, dann hatte ich natürlich ziemlich schnell ziemlich viele Löcher. Ja. Was dazu wieder führte, dass wir den zweiten Kreis da nicht gekriegt haben. Ich glaube, die Taktik hinten rumzufahren ist nicht die beste. Ich glaube, man muss wirklich frontal rein, ne? Und den Punkt irgendwie freibomben, freikämpfen. Ja, oder am besten ist wahrscheinlich aufteilen. Das wäre wahrscheinlich auch noch ganz cool, aber naja, gut. Weil alle hinten rum, dann kommen wir zu dem Nadelöhr beim Kreis. Ja, aber die Main Battle Tanks müssen einfach durchfahren. Die müssen einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt mal keine Angst vor Schaden, ich fahre da durch, damit ich die von der Seite kriege, damit die das Feuer auf sich ziehen, damit die anderen vielleicht hinterherziehen können. Okay. Weißt du? Ja. Und nicht alle vor dem Loch stehen bleiben und wie die Katze mit einer Arschwackel und hoffen, dass die Maus rauskommt und nichts passiert. Also da fehlt so ein bisschen die nötige Grundaggressivität bei den Leuten. Bitte ich. Wie lange quasselt der noch hier? Keine Ahnung, bei mir quasselt ja keiner. Ich bin noch nicht. Direkter Treffer, hat er gesagt. Scheiß Bock ist saumäßig stabil, da komme ich kaum durch. Ah, wir haben die Gun ein bisschen zu spät zerlegt, da konnte er mir nochmal einen mitgeben. Mach mal kurz Reload. Ja. Gleich kommen Gegner da unten. Ja, unser Main Battle Tank steht noch am Spawn, oder was? Ja, ja. Der ist noch nicht connected. Ne, der war aber connected, der ist disconnected. Ausgeflogen wahrscheinlich, so eine Scheiße. Na super. Läuft ja. Dann rausgeschossen. Achtung, Saber kommt. Saber wo? Oh, meinst du Streamfire? So, wollen wir hinten rumgehen, gucken, ob es geht? Sonst fahren wir jetzt. Ja. Dass die versuchen vorne rumzukommen. Weiß nicht, was hier die richtige Taktik ist. Problem werden die. Mal weggemalert. Die scheiß Türme sind da nicht. Egal, glaube ich sogar. Wenn wir nicht oben rüberfahren würden. Ich glaube, ich schalte den aus, weil der sonst die anderen beballert. Oh, das macht er schon. Den Feind gefunden. Ah, hier oben steht er, ne? Nix hin? Ja. Oh. Ich schau mal, was ich von hier oben erreichen kann. Ja, ah, probier mal. Bewegung, Bewegung!
Nicht durch meinen eigenen Rauch auf den Gegner nicht gehört. Sollte ich sein. Noch ein Main Battle Tank. Hier gleich. Challenger 1. Da wirst du ganz schlecht durch den Kopf durchkommen. Ja, der guckt in unsere Richtung. Hast du das? Ja, das war ich. 46 minimaler Schaden. Das ist ja nicht gezimmert. Du hast auch getroffen. Die Flugseite habe ich gezimmert. Rein in den Punkt, den wir zu kriegen in 1 Minute und 30. Ja. Ich bin gerade am Nachladen noch. Aber deshalb musst du viel unterwegs und läuft es ganz gut, ne? Ja. Nachher könnte schwierig werden. Ich kann noch einmal reloaden. Einmal kann ich mich noch reparieren und wiederholen. Die Verteidigung des Punktes sollten wir hinkriegen hier. Ich weiß noch nicht, ob ich es schon machen sollte, weil ich bloß 1000 APs habe, wenn dann so ein irgendeiner kommt. Schuss mit der Moon. Da noch genug? Moon habe ich noch 400 Schuss, ne? Challenger 2, den können wir nicht frontal angehen. Also ich jedenfalls nicht. Dann noch rumgefahren hier, damit ich da auf seine Seite in sein Heck komme. Ah. Gut, jetzt müssen wir da unten hin, ne? Oh Mann, naja. Oh, der Leopard bewegt sich, wow. Oh, schön. Du hast es geschafft reinzukommen noch. Denkt sich, ja, die anderen haben schon den schwierigen Teil gemacht. Jetzt kann ich mal reinschauen. Ja, nee, ja. Achtung, viel Box vor uns. Oh. Einen habe ich genommen. Ich konnte nicht schneller ballern. Ja, macht nichts. Okay. Einen nehmen ist immer okay. Hin. Ja, oben stand ich, nehme das da mal ein. Ja, okay. Fahren. Das schießt immer irgendwo gegen. Ich komm mit meiner Gun nichts zu dir hin. Mann, jetzt dreht es nicht. Schaden, ein bisschen ärgerlich. Wenn wir Schaden machen. Oh gut, okay. Terminalorden erledigt. Ich habe auf jeden Fall für Verwirrung gesorgt hier. Hoppala! Ein Geschoss ist hier oben gerade reingeflogen in das Haus. War ein bisschen merkwürdig aus. Hoppala, ein bisschen viele.
Was? Da ist was passiert. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Raketen entgegengeflogen von irgendeinem Helikopter oder so? Keine Ahnung. No fucking idea. Ich da oben. So, ich habe hier meine ganze Kiste hier. Ich habe noch 8 Schuss. Einen vom Saber genommen. Das war nicht so lecker. Das war, sagen wir mal, suboptimal, wa? Bestenfalls suboptimal, aber gut. Noch Lebensader. Ich immer den Busch. Oh. Ich fühle mich da wohl. Ich noch einen übersehen. Ja, macht aber nichts. Die 55 Sekunden können wir auch noch abbaden. Mensch, das lief doch ganz gut. 13.000 Schaden rausgehauen. Naja, gut, würde mehr sein. 4.400 genommen. Hätte weniger sein dürfen. Ach, ne? Ja, das ist für mich hinterm Stein. Komm ich nicht ran. Will aber auch jetzt nicht vorfahren. Nicht, dass denn da. Auf dem letzten Meter noch was passiert. Einen Kill geholt, ja, bis bei den Kills auch noch zweistellig geworden. Na, siehst du wohl. Na komm, wo bleibt sie her? Kommt's doch her. Du bist ja fast full life. Ja, hab gespart. Ja, das ist nicht schlecht. Da kommt er super. Und nimmt uns mit. Schön. Ein Sieg. Haben wir gut verdient, glaube ich, jetzt in der Runde hier. Ja. So, wollen wir uns mal die Statistik angucken, die wir da gleich kriegen. So, SPZ im Kaukasus habe ich irgendwas gekriegt, okay. Ich habe 21.000 EPs und 1,229 Millionen an Geld gekriegt. Das finde ich sehr gut. Wir haben Teamwork bekommen, für alle haben überlebt. Und im Team der Terminator auf 1, wir auf 2 und dann kommt der Thompson auf 3. Sieht doch sehr gut aus. Ah, Tron hat ordentlich reingehalten, also muss man schon sagen, der hat ordentlich gekämpft und schade, dass der Leo so lange nicht am Kampf teilnehmen konnte, aber na gut, er war am Ende noch da. Die Details sehen wie folgt aus, das war dann eine Runde Armored Warfare hier aus TGM Studio, mein Name ist Master Spieler, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Auf Wiedersehen. Servus.